Heute wollen wir das erste unserer Papiere, die wir beschrieben haben, am ersten Tag benutzen, um daraus so kleine Geschenkpäckchen zu machen. Aus einem A4-Blatt, das hier ist A4, wird so ein kleines Päckchen. Hier ist nochmal ein anderes. Die kann man dann mit so einer Klammer verschließen oder man kann ein Loch reinmachen und eine Schleife drum binden oder eine Holzklammer dran machen. Genau. Aber jetzt zurück zum Papier und der Faltung. Dreht das Papier um und dann falten wir einmal für so und einmal für links oder für quer. So dass wir jetzt hier ein Kreuz haben. Ich klappe das zu. Das ist immer so gefalten, als würden wir da ein Schiffchen draus machen. Für die Kanten kannst du auch ein Falzbein verwenden. Das klappt mir jetzt wieder auf. Ich falte diese Kanten jetzt nochmal in die andere Richtung, damit sie sich besser knicken lassen. Und dann werden die nämlich so nach innen gedrückt. Dass dann so eine Form entsteht. Jetzt werden diese Außenflügel nach innen gefalten. Auf der anderen Seite auch. Sieht dann so aus, auf beiden Seiten. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Beiden Seiten. Da entsteht dann so eine Pfeilform. So, und jetzt sieht das hier so aus. Das hier wird nach oben gefalten. Das ist dann am Ende dieses Teil. Und jetzt ist quasi die Tüte schon fertig, weil wenn wir jetzt hier reingucken, dann ist es die Tüte und die dürfen wir jetzt hier so ein bisschen auf dem Boden stauchen und schon steht sie. Und wenn wir sie schließen, dann drückt man einfach hier an der Seite die Kanten nach innen oder die Talfalten und zack. Ist die Tüte fertig und kann mit kleinen Pralinen oder Mini-Geschenken gefüllt werden. So, müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachhelfen, dass sie gut steht. Und dann kannst du das hier so verschließen und hast eine fertige Tüte. Und je nachdem, wie sehr du das jetzt gestaltet hast, ist mehr oder weniger Schrift erkennbar. Du kannst dann hier auch noch beschriften oder ein kleines Tag dranhängen. Und meine will nicht so stehen. So, fertig.